Ja, da kommt mal eine Botschaft hin, da kommt eine Botschaft hin und da kommt eine Botschaft hin. Präsidente, ich bin schockiert. Doch es scheint, als ließen die Bürger sich nicht verdummen. Wir müssen sie komplett verblödern. Solange. Okay, wir müssen zwei Universitäten besitzen. Ja, mit Bauen ist gerade nicht so. Ist jetzt mit Strom wenigstens wieder. Alter, wie? Wie geht das? Ein so ein Ding. Ich verstehe es nicht. Was ist hier eigentlich los beim Museum? Exkursionen müssen Dingens raufhauen. So, wir können auf jeden Fall hier mal so ein modernes Apartmentgebäude dann bauen. Und irgendwas haben wir glaube ich noch freigeschaltet. Bürogebäude, das hatten wir schon. Ja, das haben wir eh schon alles. Genau, die Modefirma haben wir freigeschaltet. Produziert Kleidung aus Stoff. Ja, das könnten wir eigentlich auch mal machen. Hydrokultur kommt als nächstes, das ist mir sehr wichtig. Und ich wollte jetzt eigentlich, was wollte ich denn bauen gerade? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Was wollte ich gerade bauen? Warum ist denn da niemand da? Oh, den schmeißen wir jetzt raus. Wenn da keiner arbeiten will, wenn der da drin ist. So, Manager. Ein Umweltschützer oder so. So, passt schon. Ich wollte auf jeden Fall mehr Geld haben. Und das nächste Flugzeug düst über Tropico. So, die Polizeiwachen, die stehen mal alle, soweit ich das hier sehe. Die Fernsehtürme sollten einen kleinen Gewinn machen. Ist auch nicht so schlecht. Zuseinnahmen 100. Naja, das geht. Was ist denn da los? Schon wieder? Die haben schon wieder keinen. Oh, ach, ey. Was ist eigentlich mit dem Verbrecherboss da hinten? Kann ich den eigentlich auch verbannen oder nicht? Ja. Achso, das haben wir ja. Das haben wir ja schon aufgehört damit, glaube ich. Mit den Leuten verbannen. Kreisen hier umher. Was haben wir da? Schon wieder keine Leute? Na gut, wenn es ein zweiter Wohlstand arm ist, würde ich auch nicht da arbeiten wollen. Wenn der Rest von der Insel auf konstituiert wenigstens ist. So, was haben wir da eigentlich? Das können wir nicht verbessern, das können wir verbessern. Und zwar erhöhte Servicequalität. Düsendrachenflieger, was haben wir da für Servicequalitätserhöhungen? Reiche Touristen, und zwar eine VIP-Bereich. Nice. Wieso, wie sieht das eigentlich mit dem Strom aus? Ja, gesamter Strom 2700, na wenigstens was. Eine Universität wollte ich bauen, genau, das war's. Dazu rüste ich das kurz nochmal auf und ich baue eine Universität. Bildung. Eine University. Wo ist denn die erste Universität? Die steht, glaube ich, da irgendwo. Ja, die steht hier. Das heißt, die andere, die baue ich mal. Da passt sie nicht hin. Ja, da passt sie hin. Aber hier sind so wenige Leute. Naja, dann bauen wir es da hin. So, hohe Bauprioität. Und einen schönen Grüngürtel für die Studenten, die dort leben. So, Studenten mögen es ja im Grünen. Und da soll eigentlich auch noch irgendwas hin. Kleine Zeitung, klein benötigter Abschluss, sinkt auf den Highschool. Abschluss, das sollten wir eh überall machen eigentlich. Mit diesen kleinen Zeitungen, aber ich glaube, das habe ich eh sonst überall. So, jetzt haben wir da 50.000, na Gott sei Dank. Multiplex-Kino, Nachtclub, ein Stadion. Naja, wir haben zurzeit nicht so viel Strom. Wellnesshotel, Strandvilla. Wisst ihr was, ich baue einfach mal so eine Strandvilla. Hier haben wir eh unser schönes Touristenviertel quasi. Da kann ich ja mal sowas hinbauen. Voraussichtliche Effizienz 150, das ist ziemlich gut. Vielleicht auch da noch so eine Strandvilla und da noch so eine Strandvilla. So, und hier habe ich eine coole Idee. Und zwar kommt hier eine Allee hin.
aber nicht irgendeine, sondern die soll wirklich was Besonderes werden. Boah, mit den Dingern wäre es ja extrem geil. Boah, vielleicht baue ich das hier irgendwo so hin. Vielleicht da so mitten rein, ey, das sieht so cool aus. Ja, ich glaube, ich finde das gerade nicht, was ich will. Naja, dann machen wir das hier. Das sieht eigentlich cool aus. Zack, zack. So eine kleine Allee halt, wo die Leute sich so rumtreiben können und weiß nicht, was sie alles da machen können. Und hier drumrum wollte ich noch so kleine lila Blumen pflanzen. Ich weiß nicht, ja genau, die hier. So, dann haben wir hier eine wunderschöne Parkanlage auch, eine große. Da drüben können wir vielleicht noch ein paar Palmen setzen. Zack, 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 zack. So, dann ist das eigentlich schon mal ganz nice hier. So, was können wir dann noch alles bauen? Ein Kabarett. Ne, das passt hier, finde ich, nicht so ganz hin. Landgasthaus. Vielleicht hier so irgendwo hin. Ja, ich glaube da so. Machen wir so ein Landgasthaus hin. Einfach mal gegenüber vom Forschungsgebäude. Da passt es auch thematisch gut hin. Wow, wir haben einen... Präsident, die Nationalisten sind stolzer als je zuvor Tropicana zu sein. Ja, wir machen hier 8000 in die Staatskasse. So, jetzt haben wir auch schon 72% Zustimmung. Das heißt, die Runde läuft echt gut eigentlich. Und wir haben wieder eine Aufgabe. Politische Verbindungen zum Mittleren Osten sind in der heutigen Zeit eine Lebensnotwendigkeit. Ja, machen wir mal. Und ich habe schon wieder vergessen, die USA zu preisen. Denn die gibt uns ja wunderschöne Entwicklungshilfe. So, haben wir eigentlich unsere Auslandsgebäude, Wirtschafts- und Auslandsbeziehungen. Es gibt, glaube ich, 5 Nationen insgesamt. Das heißt, es sollten noch 3 Botschaften bauen. Tjo, wo kommen die hin? Ja, da kommt mal eine Botschaft hin, da kommt eine Botschaft hin und da kommt eine Botschaft hin. So, auch mit einer Straße verbunden das Ganze. Ich glaube, das kann man so lassen. Vielleicht verbinde ich das hier auch nochmal so mit einer Straße. Nee, anscheinend nicht. Vielleicht da so. Ja, dass das ein bisschen mehr zusammenhängend ist. Und da in die Mitte, wenn ich mich nicht ganz täusche. Nee, passt nicht rein. Naja, wurscht. Passt sowas da rein. Das ist auch ganz schön. Gefällt mir auch sehr gut. Da kann man noch ein paar Palmen setzen, wie man fröhlich ist. So, dann sieht er das mal ganz nice aus hier. Hier nehmen die Schweinebetriebe. Naja, vielleicht soll ich auch noch ein bisschen Wald hin machen. Vielleicht so mit diesen großen Gartenanlagen. Die gefallen mir eh ganz gut. Da kommt ja sowieso noch irgendwas anderes hin. So, Strom. Präsident, ein Öltanker und ein Narwal sind nahe der Küste von Tropico zusammengestoßen. Der Tanker wurde schwer beschädigt. Der Narwal ist in Richtung Kanada geflohen. Ja, das sollten wir dieses Mal wenigstens einen Hubschrauber senden. Jetzt haben wir ja das Geld. So. Sieht doch ganz nice aus. Aber wo ist unsere Stadt? Da vorne ist unsere Stadt. Aus dem Winkel habe ich das sowieso noch nicht betrachtet irgendwie. Boah, sieht auf jeden Fall schon echt mächtig aus, die Stadt. Vor allem mit der Rakete da gerade im Hintergrund auch. Ja, das gefällt mir schon ganz gut so. Hier unser Kreuzfahrtschiff wieder mal. Apropos Kreuzfahrtschiff, das wollte ich ja noch bauen. Multiplex-Kino. Wo ist denn das Kreuzfahrtschiff? Das müsste ja bei Luxusunterhaltung sein, oder? Nee, Tourismus? Das hier. Was sagt ihr dazu, wenn ich da hier so ein Kreuzfahrtschiff einfach hinbaue? So, ich glaube, das baue ich einfach mal da so hin.
Effizienz 125, das ist echt gut. Boah, da steht auch gleich. Das bekommt gleich mal mehr Budget und einen... Budgets stehen... Ja, das machen wir aus den Agenten. So, ich glaube, das ist schon mal ganz schön, die Tourismusseite hier von Tropico. Die Tropico-Tourismusseite ist immer schön. So, 89 haben wir. Hier landet auch schon ein Flugzeug. Jo, geht ganz gut voran, würde ich mal sagen. Hier die Bürogebäude erzeugen fleißig Punkte. Wellness-Hotel, das ist echt, das ist... Boah, ey, was ist denn das für ein Koloss? Ey, Mann, am besten da so, bei unserem Palast. Ich würde das so gern einfach da so hinklatschen. Das kannst du ja nicht bringen. Wellness-Hotel, Mann. Vielleicht ist das sogar das erste Gebäude, das ich hier mal schräg baue. Wisst ihr was, ich baue das einfach mal, einfach weil es kann. So, wie muss ich das jetzt am besten machen? Wahrscheinlich eh so irgendwie. Hey Mann, diese schrägen Straßen, ich weiß schon, warum ich die nie baue. Hey, noch eine bessere Idee. Stopp. Alles nochmal weg da, das abreißen. Ich hoffe, das bekomme ich wieder zurück. So, Wellness Hotel. Ein bisschen rauszoomen, weil das einfach viel zu fett ist, das Teil ist. Ich baue das einfach mal da so hin. Das. Oder so? Nee, ich glaube, das passt. So passt das. So muss das sein. So, unsere wunderschöne Allee hier vorne. Hier könnten wir eigentlich noch irgendwelche Parkanlagen hinbauen und so. Ja, vielleicht sowas in der Art. Und dann noch so eine kleine Parkanlage noch. Ja, sowas dann. Das gefällt mir ganz gut. Und dann noch eine Idee hier vorne nochmal so Palmen. So. Das Grüne gefällt mir immer sehr gut. So, den Mittleren Osten laden wir mal. Da laden wir jetzt China ein. Da laden wir Russland ein. Da den Mittleren Osten. Dann sollten wir das jetzt auch erledigt haben. Präsidente! Ich hatte endgültig die Faxen dicke und habe einen Klempner gerufen, der sich die Abwasserrohre des Palastes ansehen sollte. Er fand heraus, dass dort mehrere Krokodile leben, die er zusammen mit einem Kammerjäger zur Strecke brachte. Aus ihrem Leder haben wir Gürtel angefertigt, die wir zu einem hohen Preis an Touristen verkaufen. Wir haben die Hydrokulturen freigeschaltet. Ich habe das Ziel dieser Aufnahme erreicht. Oh ja, wunderschön. Das heißt, wir können jetzt hier Hydrokulturen bauen. Und zwar sind die so groß. Und die produzieren mehr als diese kleinen Scheißerchen da, würde ich mal sagen. Das heißt, das erste, was wir mal machen, ist, dass hier Ende Gelände und Hydrokultur willkommen. Ist das jetzt bald weg, oder? Hallo. Dankeschön. So, Hydrokultur, die sind zwar ein bisschen teurer, aber die machen einfach so viel mehr Produktion als alles andere zusammen. Ihr seht, ich pack da gerade auf dem Platz von einer Plantage 4 Hydrokulturen hin. So, und die will ich jetzt auch mal gleich schnell bauen. Denn ich will schnell pflanzen. Warum habe ich Bananen gebaut? Kann mir das irgendjemand sagen? Ja. Aus irgendeinem Grund habe ich da gerade... Naja. Ich will... Ah, Saatgut ändern kann man hier ja eh. Hier machen wir Tabak. Hier machen wir... Zucker. Und hier machen wir... Baumwolle. Einfach mal, damit wir für die ganzen Fabriken hier in der Nähe mal ein bisschen effizienter was produzieren können. Was haben wir da? Tabak. Das heißt, das reiße ich jetzt auch mal ab. So, na komm. Verschwinde. Genau. So, dann ziehen wir da so eine Straße lang. Und dann kommt da so eine Hydrokultur hin. So.
Dann kommen da wieder wunderschöne Palmen. Palme, Palme, Palme. Alles voller Palmen. Schneller Bau, alles muss schnell gehen. Hier bei Adolfus. Wunderschöner tropikanischen Insel. So, stopp kurz mal, denn ich brauche die Kohle für die Verbesserungen. Zack, Kapillar, kleinflächiger Anbau, zack, zack. So, jetzt haben wir wieder wenig Geld, hier machen wir noch Saatgut ändern. Hier wieder Zucker, da machen wir Tabak und da machen wir Baumwolle. So, ich denke, das ist ganz nice, so wie wir das jetzt hier gerade haben. Hier mit unseren Hydrokulturen. Ja, ich denke, die kann man auf jeden Fall so lassen. Gefällt mir. So. Und meine lieben Freunde, das war's auch schon mit dieser Aufnahme dann. Ich habe hier alles... Benultimo. Die Folgen der Ölpest wurden bescheidigt. Danke, lieber Benultimo, fürs Unterbrechen. Ich bedanke mich hiermit bei euch fürs Zusehen von die wunderschöne Tropico Nummer 5. Ich hoffe, ich habe euch sehr viel beigebracht. Ihr habt viel gelernt über Tropico und über meinen wunderschönen Adolfo Adler. Nee. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Stadt gefällt euch so, wie ich die gerade baue. Falls ihr da irgendwelche Ideen habt, könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben, was ich da so ändern soll, was ich da so anderes machen soll. Hier wird ja gerade das Wellnesshotel gebaut, das ganz, ganz fette. Ja, ansonsten sieht Tropico eigentlich schon ziemlich nice aus, gefällt mir. Und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Ciao, euer Rotax.